Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise in Deutschland kräftig steigen lassen. Viele Eigenheimbesitzer und Unternehmen suchen deshalb nach Einsparmöglichkeiten oder wollen einfach unabhängiger werden bei der Versorgung mit Strom und Wärme. Eine Solaranlage auf dem Dach verspricht beides. Und so vermeldet die Branche vor allem in den vergangenen Wochen eine enorme Nachfrage. Wenn die Sonne lacht, kann er sich doppelt freuen. Georg Buttermann aus Gilching bei München setzt nämlich voll auf Solarstrom. Bereits lange vor dem Krieg in der Ukraine wollte er sein Haus unabhängig von Energielieferanten machen. Diese Photovoltaikmodule werden an der Hauswand angebracht. Das Dach ist bereits voll mit Sonnenkollektoren. Autarkie ist das Ziel. Man wird es nicht hundertprozentig schaffen, aber ein Höchstmaß an Autarkie. Und dazu gehört das Gebäude und dazu gehört auch noch ein bisschen E-Mobilität. Deswegen sollen diese Module auch im Herbst und Winter Energie produzieren, wenn die Sonne tiefer steht. Wer seinen Strom ins öffentliche Netz einspeist, bekommt Geld vom Staat. Dafür will die Regierung die Vergütung anheben. Volleinspeiser sollen bis zu 13,4 Cent pro Kilowattstunde bekommen, Eigenverbraucher nur bis zu 6,53 Cent. Der Photovoltaikboom ist auch auf der Messe Intersolar in München spürbar. Der Bundesverband der Solarwirtschaft fordert von der Regierung größere Anreize für den Anlagenbau. Attraktive Rahmenbedingungen für alle Marktsegmente der Solarenergie. Abbau bürokratischer Hemmnisse und hinreichende Bereitstellung von auch Flächen für Standorte von Solarparks. Wer seinen Strom selbst nutzt, braucht eine Speicherlösung. Georg Buttermann speichert seine Sonnenenergie aus dem Sommer mit einer Wasserstoffanlage für den Winter, damit er seinen Solarstrom das ganze Jahr über nutzen kann. Die Chefin der Europäischen Zentralbank Lagarde kündigt eine mögliche Leitzinserhöhung für den Sommer an. Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt. Was löst diese Ankündigung aus? Ja, es ist ein deutliches Zeichen, dass die EZB jetzt offenbar doch bereit ist, gegen die hohe Inflation anzukämpfen. Sie ist ja deshalb auch stark kritisiert worden, weil sie in den letzten Monaten im Grunde nichts dagegen unternommen hat und nun aber doch ein bisschen dann aufs Tempo jetzt drückt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat in Ljubljana in Slowenien deutlich gemacht, dass in der Tat, wie geplant, die Anleihekäufe voraussichtlich eben dann im Juli auslaufen und man dann eben sofort danach auf der EZB-Ratssitzung im Juli auch eine entsprechende Zinserhöhung dann beschließen könnte. Und das dürfte dann eben dazu führen, dass die Zinswende eben eingeleitet wird, um einen ersten Schritt zu gehen, tatsächlich die hohe Inflation, die ja in der Eurozone 7,5% beträgt, nun tatsächlich auch zu bekämpfen. Man geht davon aus, dass die Inflation auch in den nächsten Monaten weiterhin sehr hoch bleibt. An den Finanzmärkten mag man steigende Zinsen eigentlich nicht. Der deutsche Aktienindex ist dennoch deutlich in der Pluszone, aktuell bei jetzt genau 13.660 Punkten, 124 mehr als gestern. Das liegt daran, dass mit einem solchen Schritt bereits gerechnet worden ist und dementsprechend überrascht nicht allzu groß ist. Danke, Klaus-Rainer Jackisch nach Frankfurt am Main. Die Panzerhaubitze 2000 kann Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung beschießen. Und 12 dieser Waffensysteme wollen Deutschland und die Niederlande an die ukrainische Armee liefern. Um die Besatzungen an der Haubitze auszubilden, sind die ersten ukrainischen Soldaten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Das bestätigte das Bundesverteidigungsministerium. Die Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein soll etwa 40 Tage dauern. Die Panzerhaubitze 2000 gilt als eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit. In der chinesischen Metropole Shanghai leben Millionen Einwohner seit mehr als einem Monat in einem strikten Corona-Lockdown. Sie dürfen ihre Häuser nicht mehr verlassen. Positiv Getestete werden in Quarantänezentren gebracht. Auch in Peking werden jetzt Massentests durchgeführt. Es gibt hunderte Corona-Fälle. Das öffentliche Leben wird heruntergefahren. Und Chinas Regierung verbittet sich jegliche Kritik an ihrer Null-Covid-Politik. Seit mehr als 40 Tagen gilt in Shanghai bereits ein harter Lockdown. Die Behörden haben die Maßnahmen für die 26-Millionen-Metropole zuletzt noch einmal verschärft. Ein einziger Corona-Fall in einem Gebäude kann dazu führen, dass alle Bewohner in zentrale Quarantäneeinrichtungen wie diese gebracht werden. Bei vielen in Shanghai wächst der Frust. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen Angriffe auf Behördenmitarbeiter in Schutzanzügen. Auch deutsche Unternehmen sind in Shanghai vom Lockdown betroffen und warten darauf, wieder produzieren zu können. Es ist noch völlig ungewiss, wann das passieren wird. Dann können ja natürlich nicht alle Aufträge auf einmal abgearbeitet werden, sondern Unternehmen berichten uns, dass eben auch hier der Stau einige Monate brauchen wird, um das wieder aufzuholen.
mit Folgen für weltweite Lieferketten. Von der Weltgesundheitsorganisation Kritik am Null-Covid-Kurs. Alle Aktionen sollten, wie wir immer gesagt haben, individuelle Rechte und Menschenrechte respektieren. Als WHO müssen wir Kontrollmaßnahmen abwägen gegen die Folgen, die sie auf Gesellschaft und Wirtschaft haben. Doch Chinas KP-Führung hält an Null-Covid fest. Auch in Peking sind Schulen und Läden geschlossen. Menschen werden in Wohnsiedlungen eingesperrt, wenn dort nur ein Corona-Fall gefunden wird. Mit Massen-PCR-Tests alle 2 Tage wollen die Behörden eine Omikron-Ausbreitung verhindern. Vor allem um innere Sicherheit und um Vernetzung geht es heute und morgen auf dem alljährlichen Europäischen Polizeikongress in Berlin. Die Konferenz ist Treffpunkt für Experten aus mehr als 20 Ländern. Ziel ist es, laut Veranstalter, die Zusammenarbeit zwischen den Behörden zu verbessern und persönliche Kontakte zu knüpfen. Zudem präsentieren Aussteller die neuesten technischen Entwicklungen für den Einsatz im Sicherheitsbereich. Stichwort Hackerangriffe. Wochenlang konnte dieses Bremer Windkraftunternehmen seine Windräder nicht mehr aus der Ferne ansteuern. Ursache: ein Cyberangriff. Zum ersten Mal macht die EU gestern den russischen Staat dafür verantwortlich. Auch der Bundestag und das Verteidigungsministerium waren in den vergangenen Tagen Ziele von mutmaßlich russischen Hackern. Wir wehren jeden Tag Tausende, Zehntausende von Angriffen erfolgreich ab. Wenn sie aber einmal eingedrungen sind und sie nicht weitere Schutzmaßnahmen haben, dann hat man eine carte blanche, dann kann man relativ viel erreichen. Und darum haben wir eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen, die wir sehr stark erhöht haben. Und darum arbeiten wir als Bund auch sehr eng und intensiv mit den verschiedenen Sicherheitsbehörden der Bundesländer zusammen. Darum geht es aktuell auch auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin. Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und Industrie beraten über Strategien zur Cyberabwehr. Experten warnen, Hacker nutzen aktuell den Krieg gegen die Ukraine, um User in die Falle zu locken. Durch die Neugierde der Menschen und der Mitarbeitenden ist man eher dazu geneigt, vielleicht auf das ein oder andere zu klicken, was man sonst nicht machen würde. Also Spenden für die Ukraine, neueste Informationen aus der Ukraine, Kriegsberichterstattung. Da sind alle Informationen, die man gerade insbesondere über Social Media kommt, mit Vorsicht zu genießen. Gutgläubigkeit und fehlende Vorsicht. Das größte Einfallstor in Unternehmen und Behörden sind Mitarbeitende, die unbedacht ihre Mails öffnen.